second floor. Just need to go up one more. Nee, ist mal mit. Rush mal durch. Okay. Fire. Can I put it out? Yes, I put it out, Alter. Nerv mal nicht. Ach, wow, Alter, ganz ehrlich. Komm, Junge. So. Ich will nochmal kurz zurück, denn hier war noch eine Menge Loot. Den möchte ich natürlich mitnehmen. Ich wollte mir schon mal das Feuer löschen. Hier ist ein Explodi. Explodier mal, Junge. Aber bitte nicht in meinem Gesicht. Komm, jetzt wieder explodieren. Okay, okay. Ja, dann mach. Gut. So, jetzt nehme ich noch mit. Hier kann ich erstmal nirgends rein. Second floor. Hier geht's wieder raus. Ja, 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 ich weiß doch, dass ich noch einen hoch muss. Ich wollte doch nur hier noch. Hier gibt es was für mich. Man muss immer die Augen offen haben, wie ein Fuchs. Haben Füchse immer die Augen offen? I don't know. Aber die sind schlau. Man muss ein Fuchs sein, das wollte ich damit sagen. Na, guck mal hier. Ich werde warten. Ausklappen. Und wenn ich weiterhin so viel nichts finde... Was? Wenn ich weiterhin so viel nichts finde, habe ich bald keine Hand mehr frei, um all die genialen Dinge zu schleppen, die sich ganz sicher irgendwo hier verbergen. Ich hoffe, du hast ein bisschen mehr Glück als ich. Sieht so aus, als wäre hier schon jemand gewesen. Ich gehe jetzt nach oben. Vielleicht finde ich da ja noch was. Ich kann wahrscheinlich durch den Aufzugsschacht nach oben klettern. Wir sehen uns. Ich werde warten, Herzchen. Sie. Du bist so ein Idiot. Ich kann es nicht fassen, dass du mir mitten in der Zombokalypse solche Streiche spielst. Die hätten mir beinahe in den Arsch gebissen, als ich versucht habe, den Schacht hinaufzuklettern. Und das klingt witziger, als es war. Und du kriegst dich vor Lachen wahrscheinlich gerade nicht mehr ein. Haha. Ich sehe mich noch mal hier um. Wir wissen ja, wer in dieser Beziehung ein Auge fürs Detail hat. Außerdem hat der Herr dann Zeit, über seine Verfehlungen nachzudenken und zu bereuen. Wir können uns also hier treffen. Oder du sagst mir, wohin ich kommen soll, Herzchen. Und wage es nicht, mich noch einmal zu verarschen. L. Das ist jetzt nicht mehr lustig, Calvin. Bitte komm zurück. Ich gehe nicht ohne dich. Ich liebe dich. Luca. Oh oh, das klingt so, als wäre er tot. Oder beziehungsweise ein Zombie. Herzchen. Gut, dann gucken wir mal. Hier geht's auf jeden Fall noch rein. Sehr gut. Hier gibt's noch ein bisschen Loot für mich. Oh, und ein Schlüssel. Schließfachschlüssel Nummer 14. Fuck, weg mit dir, Junge. Okay, Bargeld nehme ich immer gerne. Kann man immer gebrauchen, das gute Bargeld. Auch in der Zombie-Apokalypse. So, zack. Oh Gott. Mal aus dem Weg, bitte. Okay, das kann ich nicht mehr mitnehmen. Sonst scheint hier nichts zu sein. Eine schöne Badewanne. Okay. Oh, und ein Safe. Ah, das war der Schlüssel für den Safe. Nice. Ja, immerhin $300, ne? Ich möchte mich nicht beklagen. Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Ich fick dieses Spiel dafür. Jedes Mal erschrecke ich mich so. So, ich hoffe, hier sitzt nicht noch einer. Nee, ein paar Chemikalien, sonst gibt es hier nichts. Okay. Hier noch, oh, noch ein Safe. Den haben wir auch einfach aufgekriegt, okay. Sonst brauchen wir noch immer für jeden Safe einen Schlüssel. So, wir müssen nach oben. Oh Gott. Okay. Die haben wir, da kommen wir nicht durch. Irgendwas gibt es hier bestimmt. Oh, da geht's nach oben. Hä, hey, aber hier gibt's sonst nichts. Kann ich die Tür kaputt machen? Nein. Kann ich da hoch? Nein. Okay, sonst nichts hier für mich? Das ist ja erniedrigend. Aber hier drüben. Oh, hier ist wenigstens schön Licht. Ein bisschen Bargeld, das nehme ich doch gern. Noch mehr Bargeld, perfekt. Was haben
Aber hier noch mehr Bargeld. Stabil. Aber draußen ist es wenigstens schönes Wetter, ne? Der Vorteil an L.A. Oh Gott, oh Mann, ich erschrecke mich auf jedes Mal, obwohl ich eigentlich immer schon damit rechne. Dumme, blöde, blöde Kuh. Okay, diesmal nicht. War hier sonst noch eine Tür? Ja, hier. Ah, noch ein Safe. Den wir auch schon mal einfach öffnen können. Ach so, weil das sind diese Zimmer-Safes, das sind keine richtigen Safes, ne? Ey, was? Was? Was habe ich getan? Ich bin immer weg. Ah, ich muss hier durch. Verstehe, ich muss da durch. Um hier dann weiterzukommen. Okay, okay. Oh, ein Medikit. Geil. Dann kann ich mir gerade eins reinpfeifen. Und das neue einfach mitnehmen. Noch ein Zimmerchen. Hä, warte mal, bin ich zurückgelaufen jetzt? Von hier kam ich doch, bin ich komplett lost? Bin ich scheinbar. Bin ich scheinbar komplett dumm, okay. Dann nochmal. Aber prinzipiell hatte ich schon recht. Da habe ich die falsche Richtung gewählt. Au, 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 au. Au, 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 au. Nicht gut. Gar nicht gut, ich habe mir ordentlich wehgetan. War das noch ein Medikit? Kann ich alles nicht mehr mitnehmen. Ja, okay, dann kriege ich nochmal ein bisschen Schaden und Safe. Wir haben dick Cash gefunden hier. Oh. Nachricht für den Techniker. Wer auch immer sich um dieses Chaos kümmert, muss sich unbedingt vor den offenen Leitungen im Aufzugsschacht in Acht nehmen. Der Sicherungskasten befindet sich neben der Tür, aber die Räume 201 und 203 hängen am selben Kreislauf. Also passen Sie auf, damit Sie Ihre Freunde von der Armee nicht verärgern, wenn Sie den Strom abstellen. Karl. Wo kann ich denn den abstellen? Oh, da chillt einer. Hier, die Penner, noch mehr Strom von mir. So, hier müsste die Werkbank sein. Perfekt. Und ein Lager. Spinnt. Super. Und der Strom. Optimal. Und noch eine Waffe. Okay, dann können wir mal gucken, was wir hier Schönes alles haben jetzt. Zack. Den können wir schon mal reparieren. Das können wir... Na, die Sachen würde ich eigentlich lieber verkaufen, muss ich ehrlich sagen. Anstatt jetzt zu verschrotten. Gut, dann gehen wir raus, ne? Ah ne, hier geht's in die falsche Richtung. Ja gut, ich kann die Sachen eigentlich mal ins Lager packen. Brauche ich eigentlich eh alles nicht hier. So. Und dann Aufzug hochklettern, ne? All clear klingt gut. Finally, 307 müssen wir, ne? Okay, wer bist du denn? Oh, nee. Oh, nee. Okay, sehr gut. Das ist okay. Oh, jetzt ist hier... Gab es hier Wasser? Nee. Da muss ich dran vorbeigehen. Okay. Kann ich theoretisch hier raus? Nee, kann ich nicht. Da unten schleicht einer. Türchen. Ja, im Smashen bin ich besonders gut. Oh Gott. Okay. Komm mal nicht weiter. Ach, da geht's hoch. Kann ich noch heilen? Nee. Locked. Okay. Ja, der wurde mir ja total unauffällig angezeigt, der Other Way. Da schnauft auf jeden Fall jemand. Hier gibt's noch ein bisschen Cash. Yeah. Always wanted to try this. Oh Gott. Das war echt so, ich hab's auch noch nie gemacht, durch so einen Schacht gekrochen. Also bin ich noch nie. In den Spielen macht man das sehr oft. Was willst denn du, Junge? Er ist ja nur noch ein halber Mann. Mhm.
Oh Gott, noch einer. Jetzt reicht's aber hier. Lasst mir die Ruhe. Hopp, schön auf die Matratze bouncen. Ah, das ist ein Explodieri hier. Bitte mal nicht in meiner Fresse explodieren. Das muss nicht sein. Okay. So ist okay. Oh, Gift. Dafür bräuchte ich Water. Ah, guck mal, hier noch eine Waffe. Sehr nice. Wollt ihr? Noch ein Explodieri. Oh, Mist, diesmal schaffe ich es nicht abzuhauen. Oh, nein. Man hat mich aber irgendwie nicht erwischt. Glück gehabt. Ich bin mal kurz zurück. Oh, jetzt ist das Gift weg, warum auch immer. Heiße Füße. Aiden, es ist mir egal, wenn es nicht alle schaffen zu kommen. Es ist mir egal, wenn überall im Hotel Soldaten rumlaufen. Es wäre mir sogar egal, wenn diese Bitch uns während der gesamten Zeremonie anbrüllt. Als ich dich gefragt habe, ob du mich heiraten willst, wollte ich, dass wir endlich den Tag bekommen, den wir uns so sehr verdient haben. Den Tag, an dem wir aller Welt zeigen, dass unsere Liebe stärker ist als alles, was das Leben uns antun kann. Nicht mal das Ende der Welt kann uns aufhalten, Babe. Ich weigere mich aufzugeben. Lass es uns tun. Lass uns heiraten. Ich habe das Gefühl, das hat nicht mehr geklappt. Oh, hier ist das Big Cash. Ja, nice. Und hier holt auf jeden Fall auch einer. Oh, wer bist du denn? Hi. Das ist wieder ein Safe. Den ich öffnen kann. $313. Hübscher Mann. So, dann mal ab auf den Gang. Ich glaube, wir haben hier alles. Ach komm, Junge, halt dein Maul. Wer bist du überhaupt? Ah, dein Portemonnaie nehme ich aber gerne mit. Da bediene ich mich doch dran. Oh Gott. Ich will gar nicht kommen sehen. Und zack. Das war mal ein Kick. Moment. Die Chemikalien lasse ich mir nicht entgehen. Schrott können wir keinen mehr mitnehmen. 307. Na, wo ist der Major? Major Monogram, wo bist du? Werkbank. Gut, dann kann ich das mal reparieren. Das können wir verschrotten. Ich kann doch sonst gar nichts herstellen. Warum ist das gelb? Noch so ein Dicker. Gerade schon deinen Kollegen gekillt. Bist du dran, Junge? Oh. Alter. Jetzt reicht's mir aber mal langsam. Wer stöhnt da jetzt schon wieder rum? Ja, da ist doch safe einer drin, ne? Okay, scheinbar nicht. Aber noch Chemikalien, die nehme ich. Okay, dann gucken wir mal. Wo ist denn jetzt die Major? Ist ja eine die. Wo ist er, hä? Ach, da ist der Schlüssel. Öffne den Ballsaal. Okay. Noch ein Portemonnaie. Ist das Musik? Das erklärt es. Powerkabel ist ripped in half. Ah. Von allein? Ja, perfekt. Oh, Junge. Und ab geht's nach unten. Was sind das hier für Sounds? Oh Gott, mir scheint's auch nicht so gut zu gehen. Ab zur Ballsaal. Schalte das Funkgerät ein. Okay, boah, eine Riesentorte. Mr. und Mrs. I hear you. I'm Dr. Reed. Did you hear my message? Where are you? I'm at the Halpern Hotel. I'm trying to contact the authorities. Well, you sort of have. I'm part of the CDC team in LA. I was anyway. Are you, do you think you might be infected? That's where things get interesting, Doc. Name's Bruno. Got bitten last night, but no worries, I got better. You got bit. Oh my god.
If it's worth anything to you, you may be talking to an immune survivor. Oh, it's worth something, all right. We've been looking for you. Well, someone like you for our vaccine program. Na klar. Yeah, real sorry, Doc. I'm gonna have to call you back. Hey, wait! I need you! You have to get here! Hello? Hello? You okay? Was ist das denn? Und nicht in die Torte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bruno, you may now kill the bride. Ist aber eine schöne Braut. Tanze mit der Braut. Oh, schöne Mucke auch noch. Oh, Medikids. Na du? Oh Gott. Oh, ich krieg ja echt auf die Fresse, glaube ich. Ey, das gibt's nicht. Gib mir ganz schön einen mit. Ach, verdammt, da musst du immer springen. Diese Musik ist auch nur geil. Der gibt mir ganz schön auf die Fresse, der Junge. Ey, das gibt's nicht. Der macht mir ganz schön krass Damage, ne? Und hier kommen einfach noch mehr. Als hätte ich nicht schon genug Probleme, hier überhaupt zu überleben. That must mean the people in the pool were alive when... What did they do? Was bist du, Junge? Warum ist der so riesig und warum sieht er so männlich aus? Ich dachte Mr. und Mrs. Das sieht irgendwie nach Mr. und Mr. aus. Ach komm, leckt ihr mich doch mal komplett, Alter. Als ob ihr jetzt nichts Besseres zu tun habt, als mich noch zu nerven hier. Sollte vielleicht noch mal einen Schläger wechseln. Nee, nein! Oh nee, das gibt's nicht, wenn ich jetzt wieder von vorne muss. Oh, bitte nicht. Bitte lass jetzt dein Leben nicht regeln. Och nee. Ach, das muss doch jetzt nicht sein. Torte einfach selber schon. Ja, wie Zombies in meiner Nähe? Hier ist doch niemand. Okay, ich muss Fallen bauen auf jeden Fall. Merken wir uns das schon mal. Machen wir hier richtig schön viel Wasser hin, würde ich sagen. Und dann brauchen wir irgendwie noch Strom. Achso, ja, das kann ich, glaube ich, machen, indem ich... Zombies in der Nähe. Oh, hi. Ja. Ach, Hotel in Santa Monica. Da leben sie also noch. Das überspringen wir jetzt. Und dann muss ich eigentlich nur mit meiner Elektrowaffe... Das ist weg! Achso, der macht es einfach kaputt. Klar. Logisch. Komm, ich bin so gut zweimal ausgewichen.